Dann lästert er, du hast bei mir gelernt und machst dann so eine KG. Naja, so in etwa. So dürft ihr euch das vorstellen. Vor uns liegt ein Weg in eine ungewisse Zeit. Für Schatten und Licht und wer weiß wie weit. Hallöchen, meine Freunde, hier ist wieder euer Adelfan. Ich hoffe, ihr habt das Weihnachtsfest gut überstanden. Auch ich mache heute einfach eine Aufnahme, die wir mal gesagt haben, die wir machen wollen, solche Rennen. Weil der Test fällt ja diese Woche und nächste Woche aus. Wir wollten ja ein bisschen so Entspannung haben. Deswegen, Freunde, Hallöchen, Ares. Hallöchen und Nagnag. Ich dachte, ich erwähne es nochmal für unsere Zuschauer. Wir kennen ja vergessliche Zuschauer namens Endres und was. Zum Beispiel. Gleich schon mal einen kleinen Diss raushauen. Oh, geht natürlich gut los mit dem Flip nach unten. Okay, ich hau ab. Lass erstmal die Ente vorfahren. Ne, hä? Ja, früher. Oh nein, wir müssen früher. Oh, das ist ja noch schlimmer als die normalen Flips nach unten. Ja, also wir hatten uns ja vorgenommen, mal so auch das eine oder andere, was wir im Stream angerissen haben, aber nie beendet haben, auch mal zu einem würdigen Ende zu bringen und auch mal vielleicht sowas aufzunehmen, auch wohl wissend, dass sowas mal ein bisschen länger dauern kann. Puh. Aber ohne Ablenkung halt vom Chat. Wisst ihr, was ich meine? Ja, auch wir müssen die ganze Scheiße zweimal machen. Ich flippe immer noch zu früh raus. Ich hab's gerade beim ersten Mal geschafft, aber der zweite, weil andersrum ist, hat mich wieder getriggert. Aber ich hab danach kommt schon der Punkt. Okay. Und das war wieder zu früh. Du musst echt so knapp flippen. Da! Ah! Okay. Interessant. Ja, fährt da oben raus, der olle Schieter. Guck mal, glaubst du da, Ares? Ja, Cheater, ne? Unterhose. Das ist, dann hätte er umzubauen müssen, meiner Meinung nach. Okay, ja, das zähle ich jetzt einfach mal als Argument. Und beides mal geklappt. Ah, oh, noch drittes! Das musst du aber auch erstmal timen, ne? Das ist gar nicht so einfach. Nein, beim dritten verkackt! Hauptsache, man muss das dreimal machen, ne? Ey, das ist ja übertrieben. Ich muss mal gucken, was kommt danach. Kann man leider nicht sehen. Puh. Also ich würde auf jeden Fall oben rum ist für mich viel einfacher. Findest du? Ja. Okay. Meine Meinung, das ist aber jedem selbst überlassen. Freunde, ihr könnt euch gerne in den Kommentar schreiben, oben oder unten, was ist euch lieber? Puh, Nummer 1. Nummer 2. Nein, beim zweiten zu weit. Fuck you. Nummer 3. Oder? Lande ich jetzt? Nein! Ich habe hier den dritten verkackt. Und beim dritten müssen wir, glaube ich, eine scheiß Wende machen. Wir müssen nämlich zurückfahren. Beim dritten habe ich das gesehen gerade. Wow. Wow, wow, wow. Okay. Oh, komm schon. Nein! Oh, geht auf die Kante auch gefallen. Ich hab's schwer geflippt. Oh. Mmh, lecker. Davon abgesehen, man könnte auch wahrscheinlich extrem cheaten, habe ich mir gerade aufgefallen. Kann man? Ja, nicht. Weil ich beim dritten Flip sehe ich unten die Tube unter mir. Mit ein bisschen Skill würdest du wahrscheinlich reinspringen können. Okay. Aber es war eigentlich schon nicht. Wieso so klappt der dritte bei mir nicht? Ne? Das muss mir jemand erklären. Der dritte klappt einfach bei mir nicht mehr. Das ist böse. Die ersten Meilen fahre ich immer ohne Probleme. No. Oh. Das war jetzt Karma, Freunde. Ich dachte, ich fahre die ersten Meilen ohne Probleme. Jetzt kriegt der erste direkt einen Schlag rein. Klassiker. Absoluter Klassiker. Ey, was ist denn mein Problem, Ares? Das ist eine Koralle. Kannst du doch. Koralle! Ist wahrscheinlich auch mit der Arschwingung machbar, ne? Also davon mal ab, aber irgendwie. Wenn man solche Techniken lernt, möchte man die ja auch zeigen, ne? Ja. Weil ich möchte nämlich nicht, dass Olaf dann das Video sieht und dann anfängt zu weinen, weil ich wieder mit der Arschwingung arbeite. Dann lästert er, du hast bei mir gelernt und machst dann so eine KG. Ja, so in etwa. So dürft ihr euch das vorstellen.
Und jetzt, Freunde, mit viel Gefühl lochen wir ein. Ah, ich erinnere mich ja letztes Mal, also das habt ihr nie gesehen, Aras auch bei den Emschi am Ende und dann in der Röhre abgeballt. Das war so witzig. Ach, scheiße, ohne Ende. Das seht ihr auch nie sowas, Freunde, weil... Ach, einfach böse. Oh, da. Laden wir nicht hoch, ne. Ja, da hat Daddy mal wohlverdient den nächsten Punkt. Oh! Oh! Okay. Die Map gefällt mir. Du bist jetzt auch. Doppelt gebaut, wo es war, war bis jetzt auch gut, würde ich behaupten. LOL! So hat er sich das gedacht. Okay, gut, machen wir. LOL. Hey Junge, diese Kamera, ich in GTA, man muss sie einfach lieben. Alter, das ist ein witziges Element. Okay, das ist geil. Ich bin mal gespannt. Nein! Nein! Ich hab echt den MC am Ende, ich hab das Ganze, den zweiten Punkt voll First Drive an und am MC verkacke ich. LOL. Wow. Oh, fuck. Wow. Also, ich muss jetzt rückwärts an den Wallride dran springen. Dann komme ich in so einen Toaster rein. Also du weißt, wo du das Fahrzeug einklemmst. Mhm. Dann muss ich vorwärts wieder raus, ein Stück höher. Oh, geil. Sommerkind MC. Und dann scheint da oben Tatsache auch schon der Punkt zu kommen. Okay. Oh, Sommer, ich habe ein Sommercampchen gehört, das ist schon wieder nicht schön. Ja, aber nicht selbst gebaut. Also... Ah, die Dinger, okay. Schon mit Elementen, die wir als solches kennen. Aber er hat es anders angesetzt, als wir es gewohnt sind. Was es ein bisschen schwieriger macht. Ah, ich bin nicht mal gespannt. Ich verrate dich gerade da um. Also bei dem Punkt hier, komischerweise, wo du länger gebaut hast, Second Try. Oh, nicht schlecht. Ah, das, okay, ich sehe schon, was Aras meint. Einfahrt ist gleich Ausfahrt, ja, natürlich schon mal gut. Ja, das ist der Punkt, dann ist so wunderbar. Bist du rückwärts in den Schlitz reingefahren, oder ist er? Ja, ja, du fährst rückwärts in den Schlitz rein. Oh. Achso, man muss rückwärts an die Wand ran, okay, ich merke schon. MC habe ich, fahre gerade eine Spirale hoch. Und dann müsste ja eine offene Tube sein. Eine Mischer-Tube. Ich drehe nochmal eine Runde hier drin. Nach oben. Jetzt mach bitte keine Faxen. Ich fahre oben raus. Mittig bleiben. Alles klar. Ich hab den Punkt. Okay. Wie geht's weiter? Ah, jetzt habe ich was mit MC. Oh, die MC hat aber richtig böse gebaut. Ja, aber habe ich dann doch relativ zügig hingekriegt. Also mit den schmaleren MCs komme ich irgendwie besser klar als alles andere. Boah. Hä? Der Speed greift, aber ich fahre einfach runter, Freunde. Wow. Oh! Oh, da fuhr ich. Oh, ein schönes Element. Also. Da ist die Ente gerade runtergefallen. Ich fühle mich gerade extrem gesackt, Streiche, muss ich sagen. Also, auch weil er nicht eingeschickt hat. Nee, schade eigentlich. Ob es für 10 Punkte jetzt reichen würde, weiß ich so nicht. Ey, aber ich habe baulich jetzt nicht wirklich was auszusetzen. Also, da wo es sein muss, ist doppelt gebaut. Eben. LOL. Hat er nicht gemacht. Hä? Was ist denn das jetzt für eine Kacke? Hat er nicht gemacht. Und dass sie... Wow, wie, was? Warte mal. Er hat... Das ist geil. Hä? Er hat in Querkitten einen Wendler eingebaut. Na, das hab ich schon mal irgendwo gehört, aber noch nie selber gespielt. Das ist ja fett gemacht, okay. Ey, was ist das jetzt? Mein Auto dreht sich nicht mehr ganz rum. Hä, wie, was? Ich komme nicht mehr rückwärts an den Wallride dran, das ist mein Problem. Zwei, dreimal wie ging es, aber jetzt... Man muss einfach nur jammern, ja, Freunde. Man muss einfach jammern. GTA reagiert auf Jammern. Ja. Deswegen ist Anna auch so erfolgreich. Ah, Karma. Karma! Deswegen, nur deswegen. Grüße gehen raus. Hier hatten wir auf dieser Map eine Challenge, ne? Ja, ich meine, 50 Minuten war pro Challenge. Okay. Ja, da sind wir aber ziemlich gut dabei, würde ich sagen. Ey! Was ist denn das? Mann. Ich schicke mir MC weg. Oh, prall ab. Ich hasse MC nochmal, Kinder. Wer mir sowas schickt. No. Und schon wieder nicht gedreht. Ich habe noch kein Mittel,
für diese Verschwörungswende. Cool. Sag mir mal, wie man sich um 180 Grad dreht. Mein Auto kommt immer senkrecht an dem Wallride an. Ich habe mich nach vorne gelehnt und Handbremse und nach links gezogen. Also ich mach rechts. Ich kam jedes Mal ran. Probier es mal mit links, Freunde. Oh, jetzt kommt senkrecht an. Okay, auch geil. Okay, der kommt da sowas vom Hoch, Freunde. Oh, aber wir haben jetzt die Fehler rausgefunden bei dem Punkt. Oh. So. Okay, Mann. So, richtig. Okay, der war nicht runtergebracht. Der Punkt ist einfach. Alle. Hopp. Wuh. So, ja, wollen wir mal schauen, Freunde. Ah, okay, der Wendler ist schmuch, der ist so einfach gebaut, der wird Kanten haben. Dann schauen wir uns mal an. Das vergessen wir ganz schnell wieder. Frage der Frage, fahren wir hier rein. Wie zur Hölle? Wow. Guck mal, Flip. Und noch ein Wendler, wie es aussieht. Ach du mein Herr. Das heißt, wir müssen jetzt so reinfahren. Wow. Okay. Das wird aber ein böser Wendler, Freunde. Wow. So. Hopp. Ey, wieso wird denn da reinfahren? Man kann auch festhalten, dieser Punkt wird reines Glück sein, Freunde. Es sei denn, jemand von euch kennt einen Trick, wie man hier besser durchfahren könnte. Ich muss nach unten oben lenken, um dass ich nicht lange fahre. Aber in dem Moment, wo du da oben lenkst, erwischt dich der Speed, Freunde. Sehr, sehr böse Baum, muss man echt zugeben. Und schon wieder nicht. Der sieht cool aus, oder? Der war schön, Freund, der war schön. Schön gerettet. Kamera. Und jetzt, ich bin zu den Steuern geraten, Freunde. Oh, es ist böse. Oh. Aber wir sehen, der Saft bringt die Kraft, Freunde. Und sofort hat der 2 funktioniert. Wunderbar. Und jetzt verkacken wir wieder. Ah! Alle hopp. Auffahrt. Komm, rette dich. Wunderbar, geiles Auto. Ab nach oben flippen, Freunde. Wunderbar. Komm jetzt. Mit dem Twi. Der war das. Ey Junge, die Stange. Da ist wirklich so ein Arschloch, wo du nur rein kannst. Wow. Das
das erste Arschloch von dir habe ich jetzt einigermaßen gemastert. Yeah. Und jetzt habe ich keinen Speed mehr, Freunde, weil ich gegengelenkt habe. Oh. Fehlt nicht mehr viel, fehlt nicht mehr viel. Das Arschloch voll nach oben. Wunderbar. Uff. Ein bisschen früh geflippt, aber was soll's. Ja! Ey, wie Schwanz ist das denn? Wieso überdreht der da? Freunde. Und mit Wuchser kommt auch das Glück zu dir. Es kommt zu dir. Es kommt zu dir. Und mit Wuchser kommt das Glück zu dir. Und mit Wuchser kommt das Glück zu dir. Ich habe gerade schon Herzinfarkt bekommen, Freunde, dass da nichts ist. Halleluja, was für ein kleiner Drecksack. So, was zur Hölle kommt denn da auf mich zu? Okay, wir haben oben noch einen Zwischenbund geschmalt. Gut. Da oben ist der Zwischenbund. Dann kommt der Bremssprung, den Aris meinte. Okay, was muss ich hier mal hochfahren? Und Einfahrt ist aber nicht gleich Ausfahrt. Oder bin ich jetzt blöd? Einfahrt. Da kommt dann Querk. Oh, da fahren wir in der Stange durch. Okay, sieht harmlos aus, der Punkt, Freunde. Ja. Lass uns mal überraschen, was passiert. Yeah. Oh yeah, ab nach oben, ab nach oben, ab nach oben. Ab nach oben, da wird man mich hoffentlich loben. Müssen wir reinspringen, habe ich das richtig gesehen? Hä? Hä? Okay, fahren wir mal unten, aber gucken, ob da was Besseres ist. Also, das war ja. Okay, da unten ist auch die Einfahrt von. Das heißt, wir fahren jetzt mal hier nach unten. Einfach gebaut, also aufpassen, dass man nicht überdreht, Freunde. Hier merkt man, dass die Elemente ausgegangen sind. Okay, hier baut er wieder doppelt beim ehrenlosen Aussortierer. Aber scheiß auf den ehrenlosen Aussortierer, Freunde, wenn man es anders. Scheiß auf den ehrenlosen Aussortierer. Puh. So, Freunde. So macht man das dann. Auto umdrehen. Und nehmen, Freunde. Wunderbar. Ehrenlose Aussortierer einbauen. Ja, moin. Wo sind wir denn hier gelandet? Rette dich, rette dich, rette dich, rette dich, rette dich. Und geht ja auch in seine Kamera. Ja, nee, ist klar. Nach der Wand noch ein Sommerkind. Okay, das ist machbar. Oh, 69. Oh, 69, Freunde. Die mit der 69 geht es. Hoffentlich zum nächsten Punkt. Kommt man solche unehrenhaften Aussortierer, das erinnert mich an Floßwerke. Alle hopp, Freunde. Dreh dich richtig, Auto. Ja, Auto, mach doch noch mehr Tänzer rein. Auto, Dankeschön. Und dran, Freunde. Aber das Fiese ist, wir müssen ja die Querkappe direkt ganz nach oben, um zu flippen. Wird aber auch, ja. Böse. Nein, direkt in die Stange. Okay, und dann unten. Okay. Wäre also richtig gewesen. Aber wir dürfen nicht zu spät landen, Freunde. Puh. Weil dann, wow. Auffahrt, Schwanz. Abzüge. Mmh.
So, Konzentration von der Dieses. Ich bin. Ja, könnte cheaten, könnte nicht cheaten sein. Ich weiß nicht, ob man das wirklich schaffen könnte. Nur wenn ich da rausspringen, Freunde, würde ich wahrscheinlich den Punkt einsammeln. Und ich will den Punkt ja regulär fahren, zumindest einmal versuchen. Will ich mal, du machst die ganze Scheiße hier und dann kommt nochmal ein Bumper, wenn der Bumper nicht richtig funktioniert. Aber Ars hat ja nicht gejammert, deswegen gehe ich davon aus, dass der Bumper funktioniert. Sagt er so in seinem jugendlichen Leichtsinn. Ab nach unten mit uns. Ab nach unten. Hier raus. Er überdreht natürlich die kleine Karre. Jetzt kommen wir ganz klar raus, Freunde. Kamera dreht sich wunderbar, Kamera. Meine MG-Freunde, einmal hingekommen und dann. Also die MG ist ja gebaut, der die Map auch immer gebaut hat, das Altenheim sehr gut. Ins Altenheim gehört übrigens auch die Ente und anderes, aber das ist was anderes. So, Freunde. Der letzte Punkt, ein Zielsprung. Ausrichten. Bitte lass es ausgerichtet sein. Oh, der Punkt scheint ausgerichtet zu sein. What the fuck? Die Bremse triggert nicht? Was ist das denn? Okay. Okay. Wieso triggert die Bremse nicht, Freunde? Warum triggert die Bremse nicht, Freunde? Fahren wir mal. Okay. Was ist denn das? Warum triggert die Bremse denn nicht? Jetzt triggert die Bremse. Okay. Das heißt, wir sind einfach zu schnell für die Bremse, kann es sein? Okay, konzentrieren. Wir sichern uns hier hin, Freunde. Okay, das heißt, wir sind echt zu schnell. Wir müssen echt langsam anfahren. Und wir müssen weit fliegen. Weit fliegen war Spezien. Okay, Freunde, das kriegen wir hin. So, hinstellen. Zünden. Und jetzt triggert die Bremse nicht. Hä? Okay. Ich bin ganz verwirrt, Freunde. Ist eine Bremse falsch gebaut? Okay, ich stelle mich ganz links immer hin, Freunde. Okay. Die Bremsen sind, glaube ich, zu weit auseinander, dass sie nicht triggern, Freunde. Das heißt, ich stelle uns hier hin. Fahren. Auto nach vorne. Immer noch nicht ganz. Flieg! 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 Das war knapper bemessen, als mir lieb war. Aber wieder, Freunde, nicht runterfahren. Die rechte Bremse habt ihr gesehen. Ich glaube, man muss sie richtig rumsetzen, damit sie funktioniert. Das ist sehr belastend, Freunde. Also die Belastung ist natürlich heftig. Ihr seht, der gute Anime-Fan. Er ist auf der Plattform angekommen. Hallo! Er spielt. Er spielt. Er spielt. Ich mag diesen von ihm nicht, Freunde, muss ich echt zugeben, aber. Weil er bestimmt immer noch mein Sound zu laut sind. Aber was soll man machen? Show! So, ihr Lieben,
anderthalb Stunden. Offiziell am Ende einer Episode angelangt. Wenn es euch gefallen hat, droppt doch mal eine positive Bewertung, würde mich sehr freuen. Checkt unbedingt die Kanäle von ihm Anime-Fan ab. Und in der Videobeschreibung ist der gute oder von der komischen Ente. Genauso wie die Map zum selber zocken. Heftiges Ding. Und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage schön mit euch und noch einen wunderschönen Tag. Ciao. Ciao, ciao, Freunde. Wieso hat mein Hotkey jetzt nicht funktioniert? Ich bin wahnsinnig, Freunde. Hallo, Hotkey.